Ja, hallo, mein Name ist Marc Strobel, ich bin Schlagzeuger im Staatsorchester. Ich möchte heute ein bisschen Tamtams und Gongs vorstellen, die Geschichte, aber auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wir haben Belege von der Existenz der Instrumente seit über 2000 Jahren. Damals wurden sie als Signal im Krieg zum Beispiel eingesetzt oder auch in Zeremonien. Die Gongs sind hier vertreten durch unsere Kuppelgongs. Und dann haben wir natürlich die grundsätzliche Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Gong und einem Tamtam? Also ganz einfach zu beantworten ist die Frage nicht, denn in den letzten 2000 Jahren gab es viele verschiedene Entwicklungen. Aber seit circa 100 Jahren, vor allem in unserer westlichen klassischen Musik, sagen wir, ein Gong ist auf einem bestimmten Ton gestimmt. Jeder beliebige Ton der Tonleiter ist je nach Hämmerung möglich. Und ein Tamtam produziert ein Geräusch. Wir haben hier einige Tamtams verschiedener Größe. Sie sind alle aus einer Bronzelegierung. Das sieht man hier auch ganz gut. Hier sind die Hammerschläge quasi noch sehr sichtbar, sowohl hier im bisschen goldenen Teil als auch außen noch. Sie bringen auch grundsätzlich, finde ich, immer was Zeremonielles mit. Also dieses Zeremonial bei einem Tamtam oder Gongschlag finde ich immer sehr präsent. Also ein Tamtam schlagen wir immer ein bisschen außerhalb der Mitte an. Wir machen das hier unten. Beim Tamtam nimmt die Schwingung in die Mitte hinzu. Deswegen spielen wir nicht in der Mitte, weil genau dort dann quasi die Schwingung durch den Schlag abgetötet werden würde oder sich gar nicht wirklich ausbreiten könnte. Ja, hier haben wir noch ein anderes Tamtam. Es ist von der Form ein bisschen anders, sieht auch anders aus. Es hat keinen umgebogenen Rand, wie die anderen Tamtams hier haben. Nichtsdestotrotz lässt sich das Instrument in anderen Teilen der Erde auch als Windgong finden. Wir bezeichnen es trotzdem als Tamtam. Es kann leise eingesetzt werden, wie zum Beispiel in Gustav Mahlers Lied von der Erde im letzten Satz. Oder laut, wie zum Beispiel Bellinis Norma. In unserer Inszenierung in Stuttgart ist Tamtam sogar unter dem Parkett, unter dem Publikum, mit großen, lauten Soloschlägen. Man sagt ja auch mit großem Tamtam, also mit großer Wirkung. Neben den Spieltechniken, die ich ja bereits vorhin erklärt habe, haben wir aber auch andere, die nicht nur in der neuen Musik, sondern auch schon vor 100 Jahren circa eingesetzt wurden. Zum Beispiel in Richard Strauss' Salome, ein ohrenbetäubendes Sausen. Das machen wir, indem wir Gewindestangen nehmen. Eine weitere Spieltechnik findet sich in einem Klassiker unserer Moderne, in dem 1913 uraufgeführten Le Sacre du Printemps von Igor Strawinsky. In moderneren Stücken finden sich auch oft die Superballs, zwei Hälften von Gummibällen mit verschiedenen Größen, je nach Tamtam-Größe. Dann kommen wir zu den Buckelgongs. Da haben wir hier ein paar Exemplare verschiedener Tonhöhe, ganz groß bis ganz klein. Von Ostindien über Indonesien bis nach Bali. Wer schon mal ein Gamelan-Orchester gehört hat, ganz präsent ist da dann immer der größte Gong. Den haben wir hier, das ist unser Master-Gong quasi, unser größter, den wir hier haben. Er beschreibt den Anfang und das Ende eines Stücks. Dort, wo sie herkommen ursprünglich, ist es eine Tonhöhe, irgendeine Tonhöhe. Es muss nicht unbedingt die sein unserer wohltemperierten Stimmung. In traditioneller Musik finden sich auch Gongspiele, also nicht nur bei uns in unserer westlichen Musik. Auch Giacomo Puccini hat sich schon inspirieren lassen von exotischen Klängen. Deswegen finden wir in der Madame Butterfly auch unsere Buckelgongs wieder. So, dann kommen wir noch zu ein paar besonderen Instrumenten. Ich habe hier einen Heulgong oder Glissandogong. Er ist in der Mitte ein bisschen dünner an der Schlagfläche als außen und dadurch verformt er sich beim Schlagen.
John Cage hat auch noch andere Spieltechniken für den Gong für sich entdeckt. Zum Beispiel liegend. Auch von John Cage war die Idee, den Water Gong in seiner Musik zu verwenden. Er wird ins Wasser getaucht und verändert dadurch seine Tonhöhe. Des Weiteren wünscht sich Puccini an einer Stelle in seiner Butterfly japanische Glöckchen. Wir haben uns für dieses Modell entschieden. Und bald beginnen ja auch wieder unsere Butterfly-Vorstellungen. Hören Sie doch mal genau hin und vielleicht erkennen Sie ja das eine oder andere Instrument wieder.